Bist du gehypt? Denn die neuen limitierten Hyper-Designs von Saftig, Team Melone, das Matrix-Hochdruck-Design und das futuristische Totem-Hyper-All-Over-Print ist ab sofort im Shop erhältlich. Außerdem gibt es die 4D-Licht- und Finsternis-Autogrammkarte zu der großen Bestellung gratis dazu. Limitiert nur jetzt auf shop.chaos50.com. Okay, Leute, Sache. Leute, da war's! Deine Besuche der Titanic sind somit beendet. Leute? Leute, immer Monster, alles immer gruselig. Warum können wir nicht mal ein freundliches Projekt haben? Leute? Ist er weg? Er ist weg. Ey, Leute, was war das? Manfred? Manfred ist weg. Manfred! Manfred? Musik? Leute? Ich habe nicht rausgehen hören. Ich meine, ich habe auch geschlafen, also... Ich weiß nur, hier stand... Keine Ahnung, so ein dunkler Chaosflow. Das sah aus wie ich, oder? Ich glaube, das war's. Ich glaube nicht, dass der reinkam. Wir haben euch die Tür zugehabt. Ey, Leute, muss ich mir jetzt wieder Angst machen? Muss ich diese Angst haben wegen Manfred? Ey, Leute... Bis jetzt hat mir noch keiner geschrieben, was hier echt abgeht. Um echt zu sein, ich habe keine Ahnung. Von all meinen Horror-Serien, die ich bis jetzt auf meinem Kanal gemacht habe, ist das hier das Komischste. Ich weiß am allerwenigsten. Leute, wir haben schon Folge 3 und es ist immer noch, ich habe keine Ahnung, was abgeht. In Labyrinth wusste ich wenigstens Folge 3. Oh, ja, ist ein Labyrinth, das geht immer irgendwo weiter, keine Ahnung. Leute, hier mal Insel. Professor Koffer ist weg und es gibt jetzt Dr. Koffer. Okay, vielleicht ist der Mann von der, wo du keine Ahnung. Oh, Leute, ich hoffe, Manfred sucht nicht den Wuff, diesen komischen Hund. Also, das Monster. Ich bin so verwirrt, Leute. Oh mein Gott, er hat seine Scheibenspieler hier gelassen. Aber ich kenne Musikdisk drin, okay. Das heißt, Manfred ist safe nicht hier. Und dann letzte Folge ist auch mein ganzer Döner weggegangen. Jetzt habe ich meinen Schlüssel wieder. Ne, hier ist nichts. Hier haben wir nur die saftigen Sachen, Leute. Kein Spaß. Shop.chaos50.com. Recht viele haben sich schon was gegönnt hier. Ich sag's nochmal, ohne eure Merch-Unterstützung wären Serien wie Titanic, König oder alles, was ich mache, nicht möglich. Deswegen bitte, Leute, es würde mich megamäßig freuen. Und Leute, wenn ihr Angst im Dunkeln habt, wir haben sogar saftig eine Glowing-Edition. Von Team Melone, da leuchtet die Brille in der Finsternis. Ultra sick, alles nur im Shop erhältlich. Limitiert, glaube ich, jetzt sogar nur 3 Wochen, Leute. Die Edition ist gar nicht mal so lang. Und in der großen Bestellung gibt's gratis die Licht und Finsternis 4D-Autogrammkarte mit handunterschriebener goldener Unterschrift. Okay. Dann lass mal Manfred suchen. Keine Ahnung, Leute. Ich habe keinen Manfred. Vielleicht ist er zur Küste gegangen. Das könnte sein, Leute. Ein bisschen Wasser. Weil wir haben eigentlich beim Haus kein Wasser. Wait, war da gerade was? Ey, Leute, ich bin so paranoid schon mittlerweile. Okay, ich gebe euch mal meine Theorie von dem Ganzen. Ich glaube, dieses Monster, das Röhrenmonster, ich glaube, das kann Strom beeinflussen. Weil es kann ja, es hat ja die Lampe außen angemacht. Und beide Monster können irgendwie Tag und Nacht beeinflussen. Wie? Ich habe keine Ahnung. Also, oh mein Gott, Leute. Ich glaube, die können Licht und Finsternis einfach beeinflussen. Kann das sein? Oh, Boot. Weil es wird Sinn machen, Leute. Weil in Folge 1, wenn ihr es mal genau anschaut, wo Manfred und ich auf diese komische Lampe an- und ausgemacht haben, das war ja Licht und Finsternis die ganze Zeit, vielleicht hat das Monster angezogen. Und ich habe bei einer Fackel in der Höhle letzte Folge auch Licht gemacht. Ey, keine Ahnung, Licht und Finsternis wie die saftige Hype-Edition. Werde ich rechts mir auschecken. Okay, ich glaube, das hier ist Professor Koffers sein Zimmer gewesen, oder? Vergleich es mal mit Folge 1. Ich glaube, das hat sich hier rausgerissen. Okay, ich wollte heute mal schauen,
Das haben mir schon ein paar in die Kommentare geschrieben. Übrigens, Leute, danke an jeden von euch, der mal einen Daumen hoch lässt hier bei Titanic. Freut mich mega. Danke auch für eure Kommentare, für eure saftigen, langen Theorien, die mir immer schreibt. Lest fast alle davon. Ob ich antworte nur leider kaum, weil es gefühlt tausende davon gibt. Okay, Leute, hier geht's rein. Ich wollte heute mir mal den hinteren Bereich anschauen. Vielleicht ist dort irgendwo Professor Koffer eingeklemmt. Haben auch ein paar vermutet. Und vielleicht finde ich da irgendwelche Sachen, die mir helfen. Okay. Das hier hat auf jeden Fall Dresden. Guck mal, Leute, das ganze Schiff ist hier auseinandergerissen. Mich würde mal interessieren, Leute, wo ich hier meine Zimmern sind. Guck mal, ey, Leute, ist alles kaputt. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber ich finde es irgendwie richtig spannend. Oh mein Gott, hier ist auch schon dunkel. Guck mal, das ist geflutet. Wir müssen uns halt bewusst bleiben, Leute. Es könnte auch sein, dass hier die Röhre lauert. Das Röhrenmonster. Guck mal, ich dachte gerade, das wäre... Leute, hier die Stühle. Ich glaube, das hier ist vom... Das war der Poolraum hier, kann das sein? Das ganze Schiff ist einfach gekippt. Ja, guck mal, hier waren diese Kleider. Hier geht's runter. Alter, das ganze Schiff ist einfach komplett kaputt. Ist alles geschwemmt. Wait, warte, Leute, Leute. Hat sich da was bewegt? Unter Wasser ist es sau dunkel, ich weiß nicht. Okay, ich geh mal lieber weg von unter Wasser. Ich geh mal lieber nach oben. Ich glaube, denk mal logisch. Die Röhre ist groß. Ich glaube, der ist safe 5 Blöcke oder 6, 7 Blöcke groß. Der passt auch nie im Leben hier rein, oder? Hör, was ist hier? Hier ist ein grünes Bett. Wait, Leute, warte mal. Oh. Es ist alles. Guck mal, Leute, das war mal ein normales Schiff am Anfang. Ist das hier mein Zimmer? Ich glaube, ich hatte den Teppich. Was? Leute, ich glaube, mein Bild hat hier überlebt. Leute, das tote Malover-Print. Nicht vergessen, shop.chaoswitz.com. Ihr unterstützt mich. Und seit 104% saftig, werde ich das holt hier. Und ich finde, es ist auch zum Tragen richtig geil. Leute, was gibt's? In keinem Shop der Welt so saftige All-Over-Prints. Voll von hinten bedruckt hier. Gönnt ihr euch hier. Und schreibt mir in die Kommentare, wer von euch hat sich schon was geholt? Und welches der 4 Designs findet ihr am besten? Chaos 45. Genau, hier ist mein Zimmer. Hier ist Professor Koffer. Also, hier, guck mal. Ich glaube, hier ist das ein bisschen eingebrochen alles. Wie eine Ruine alles. Ja, hier, das war mal Professor Koffer sein Zimmer. Und hier am Wasser sehen wir, dass den Rest rausgerissen. Professor Koffer, ist der hier irgendwo? Hallo? Nee, keine Spur von ihm. Oh, warte. Manfred. Guck mal, hier ist sein... Ah ja, Leute, Manfred, sein Zimmer. Wer könnte das vergessen? Honig. Seine Croissants, seine Baguettes. Die ganzen Wörter, die mir in Folge 1 nicht eingefallen sind. LOL, LOL, hier noch Döner drin, Leute. Ah, Leute, ich nehme das mal mit, hier. Vielleicht freut sich Manfred, Leute. Aber wo ist Manfred? Und Honig hatte ich hier noch mitgehabt. Honig, Char und noch eine Ersatz-Jukebox. Hier ist sein Warmbier. Aber Leute, keine Spur von ihm. Leute, ich hoffe mal, dass nicht dasselbe passiert wie mit Professor Koffer. Weil wir wissen ja bis heute nicht, was mit ihm passiert ist. Leute, ist Dr. Koffer irgendwie, keine Ahnung... Will es einen Platz entnehmen? Ich habe keine Ahnung. Wo geht's denn hinten noch weiter? Leute, irgendwas Sinnvolles? Vielleicht eine Waffenkammer? Guck mal, was ist das, die Disco? Hauptsache die geht. Hauptsache das Disco nicht geht noch. Ja, aber ich glaube, hier sind nur Passagiersachen. Okay, ich muss alles checken. Oh mein Gott. Ich bin nicht hier ins creepige. Wait, hört ihr das? Okay, Leute, denkt dran, die Röhre ist im Schiff, die kann überall hier sein, auch unter Wasser. Hier ist Igor. Oh mein Gott, Igor, sein Ding ist ja ganz... Oh mein Gott, ich weiß nicht, wie tief sie runtergeht. Hat I... Okay, das ist gut, Leute, oh mein Gott, okay, jetzt können wir uns wehren. Sehr nice, sehr nice, sehr nice. Okay, wait, ich mach mal das Manfred-Kuscheltier weg. Das Manfred-Plüschtier. Ey, Leute, wenn Manfred nur hier wäre.
Okay, Leute, mein Schweizer Taschenmesser hat mir, by the way, noch nie was gebracht. Ich glaube, das bringt mir nicht wirklich was. Die Frage ist, Leute, können wir... Ich fühle mich irgendwie beobachtet. Okay, ich gehe mal ganz nach oben. Sehe ich irgendwas? Nee, geil, es geht hier noch weiter rauf. Okay, Leute. Vielleicht können wir wieder mal... Vielleicht können wir... Oh mein Gott, das war ein... Das kam der Sprung. Vielleicht können wir irgendwo eine Captain-Kabine oder so finden und dort vielleicht schauen, wo der Autopilot hingefahren ist oder so ein Protokoll nachlesen. Wenn es sowas denn hier gibt. Guck mal, das schaut mir nach Captain-Kabine aus. Oh ja, das war mal... Das war mal ein Schiffsrad. Nee, hier ist nichts. Hier ist eine Oh, okay. Leute, ich sollte die Elektrizität spielen. Ich habe das Gefühl, das macht die Monster aggressiv. Was ist das hier? Wait! Irgendwas ging gerade auf! Habt ihr es gehört? Wait, Leute, warte mal! Ist die Captain-Kabine direkt über dem Technikraum? Komm ich hier durch, ne? Leute, ich weiß, warte mal. Was, wenn jetzt die Tür offen ist? Weil, Leute, denkt mal logisch. Die Captain-Kabine war relativ gleich. Okay, warte, ich muss das jetzt so safe wie möglich machen. Auf gleichem Bereich wie der Technikraum hier unten. Dieser Lagerraum. Guck mal, hier oben ist die Kabine. Und hier unten geht's rein. Und es geht so unten ein bisschen rüber, oder? Ich meine, ich könnte falsch liegen. Aber schau mal, da oben ist die. Und hier ist die Kabine, dieser Technikraum. Okay, Leute. Letzte Folge war das Rohrmonster hinter mir. Oh mein Gott. Ey, das ist so creepy. Ich weiß ja nicht, ob er hier ist. Es flackert kein Licht. Hinter mir ist er auch nicht. Yes! Die Tür ist offen! Oh, da ist irgendwas drin. Okay, 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 ganz ruhig. Licht an. Okay, er ist nicht hinter mir. Okay, wir sind safe. Rohrmonster ist nicht in Sicht. Und ich habe im Notfall meine Double Barrel Shotgun. Mit einem Schuss, glaube ich. Was zum... Oh nein! Oh nein, wir müssen unter Wasser? Komm, ich weiß, ich glaube, das ist so eine Art Technik, so eine Art Abflusssystem vielleicht. Aber hier ist alles kaputt, schaut mal. Hey Leute! Was, wenn das unten, das Rohrmonster unten ist? Mein Gott, weil im Wasser kann ich mich... Oh, mein Licht geht ein bisschen aus. Ist noch so Röhren. Oh mein Gott, wie tief geht das runter? Okay, ich muss... Hier ist eine Tür. Okay. Ich dachte, das könnte gleich knapp werden. Okay, Leute. Bestandsaufnahme. Was haben wir hier? Mehr Fässer. Leute, ist das... Also, no way, ist das alles ein Lagerraum. Hier tropft's. Warte mal, was ist das hier? Eine Badewanne? Leute, sind das Blumen? Ist das Rosen oder ist das Rot irgendwie? Was anders hier? Hier ist versperrt. Oh, wir haben hier Licht. Oh, nice. Okay. Die Frage ist, Leute... Wo ist Professor Koffer? Was ist das hier? Ist so ein Kuhteppich? Hier sind so kleine Schiffsskulpturen. Oh, okay, das kann ich aufmachen. Ist in den Crates überhaupt irgendwas drin, ne, gell? Okay. So eine Art... Was ist das hier? Ein Flamingo? Hier sind Bücher? Gestapelt? Und hier geht's wieder... rauf.
Okay, Leute, ich hab keinen. Ich will herausfinden, worum was hier passiert. Hier geht's weiter. Oh mein Gott. Okay, das ist ein großer Gang. Hallo? Hier sind auch Röhren an den Wänden. Oh no! Hi! Leute, wie lang ist der Gang hier? Oh no! Okay, zumachen. Okay, Leute. Oh no, okay, okay, okay. Ich weiß nicht, ob ihr durchkommt. Oh mein Gott, schwimm schneller, schwimm schneller. Weil der ist saudünn. Es könnte sein, dass ich einfach hier sich durchquetschen kann. Raus, 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 raus. Was? Leute, die Fässer waren vorher nicht da. Leute, bin ich jetzt eingesperrt? Nö, da komme ich nicht drüber. Nö, ist versperrt. Ey Leute. Es gibt doch safe sicherlich einen zweiten Ausgang, oder? Okay, ich sehe das Licht. Okay, so schnell wie möglich da runter. Weil im Wasser bin ich langsam. Ey Leute. Das macht mich richtig fertig, weil es hier so dunkel ist im... Oh, ich dachte, der steht hier. Leute, ich weiß immer nicht, wo Manfred ist, gell? Hier war kein Ausgang, gell? Nope. Leute, es war nur eine Tür am Ende von dem langen Gang hier, gell? Oh no, ey Leute! Aber ist der einzige Weg, glaube ich. Okay. Wenn ich ihn sehe, laufe ich schneller, als ich jemals gelaufen bin. Hört ihr das? Ich weiß auch nicht, wie lang dieser Gang war. Er ist weg. Hier ist zu. Wait, wo ist das Licht hin? Leute, wer hat das Licht ausgemacht in dem Raum hinter mir? Ich sehe da oben was. Oh mein Gott. Leute, wo ist meine Tür? War da gerade was? Okay. Mister. Okay. Taktik. Ich mach ganz aus. Leute, wenn ich ihn nicht sehen kann, kann er mich nicht sehen. Ey, Leute. Das ist next level creepy. Ich seh ne Tür. Go, 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 go. Ey, lauf für mich zu. Oh mein Gott, oh mein Gott, okay. Leute, denkt logisch. Es muss doch irgendwo diese. Oh mein Gott, ich steck fest. Schwimm. Ist er hier? Hier.
Oh mein Gott! Leute, ihr habt ihn gesehen, was war das? Hier ist ein Lüft im Schacht. Oh, hier ist Licht! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay, Leute, da gehe ich jetzt! Oh, ich habe meine... Oh mein Gott, ich habe gar nicht an meine Waffe gedacht. Okay, geil, die heben wir uns auf. Leute, ich bin mal realistisch. Ich werde das Monster jetzt einfach getaked und ja, dann hätte ich keine Schuss mehr gehabt. Oh, Leute, müsste ich jetzt probieren sollen. Leute, ich weiß, wie ihr das nachvollziehen könnt. Wahrscheinlich schreit ihr euren Bildschirm schon die ganze Zeit an. Flo, schieß ihn doch ab. Aber Leute, kein Spaß. Ich war irgendwie ganz schock, starr vor Schock, keine Ahnung. Ich habe legit nicht darauf gedacht, ihn anzuschießen. Wobei, Leute, ich glaube nicht, dass es Sinn gemacht hätte, den jetzt böse zu machen. Mit Schüssen. Wir können es vielleicht nächstes Mal probieren. Oh mein Gott. Ja, Leute, wo ist jetzt Manfred? Was machen wir jetzt? Wir haben jetzt heute Boderkundung gemacht. Ich habe seinen Döner gefunden und sein Honig. Lohne? Warte mal, Leute. Das ist nicht Manfred. Melone? Wait, Leute! Ist das Mädchen Manfred? Pinker Name. Wie? Ich meine, sie schreibt wie er, also. Warte mal, Manfred, bist es du? Gut, gut, gut. Ja, okay. Hey, Leute. Moment. Wieso Lohne? Was zum. Leute, Manfred schreibt nie Moment. Wie? Oh, Manfred schreibt doch nie wie. Leute, ist das Manfred? Hat Manfred Geschwister? Oder ist es eine Illusion? Gut? Egal. Manfredine, komm mal mit hier. Ich hab keine Ahnung, was ist dieses Projekt? Wieso Haus? Ja, hier wohne ich. Manfred, hier wohnen wir. Also ich mit Manfred, den ich kenne. Guck mal, das ist ein voll Mädchen, Manfred. Bin ich Haus? Nein, du bist nicht Haus. Okay, komm jetzt. Lass mal nach Hause. Wie? Hey, keine Ahnung. Wait! Manfred? Was? Ja, Manfred, das da... Wie? Warte mal, das da... Was geht hier ab? Mädchen Manfred und echter Manfred? Leute, die Liebe des Jahrhunderts? Keine Ahnung. Fred, Frau? Leute, was passiert hier? Leute, warum spiele ich das überhaupt? Manfred? Guck mal, das ist echter Manfred hier. Das wissen wir, weil er hat Dings an, Türken-Dings an. Und das ist Mädchen Manfred. Warum Frau? Ich hab keine Ahnung. Manfred, die war einfach da. Manfred, wo warst du? Moment, warum? Bist du Fred? Manfred, hör mir zu. Manfred, ich hab keine Ahnung. Die war auf einmal da. Ich hab dich gesucht, wo warst du? Bin ich Fred? Die heißt aber beide Manfred. Okay, okay, okay. Ich bin gerade genauso verwirrt wie Manfred. Gut, 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 guck mal. Manfred schreibt okay, 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 die schreibt gut, gut, gut. Warum? Wieso? Alter, irgendwie passt die schon gut zusammen, muss man schon sagen, also. Aber ich bin maximum verwirrt. Sie hat, glaube ich, ein bisschen Angst. Verliebt? Manfred? Warte mal, fragst du gerade, oder? Moment, wieso fair? Okay, Leute, irgendwas sagt mir, dass die beiden füreinander gemacht sind. Die schreiben genau den gleichen Müll hier. Warum fair? Leute, hättet ihr gedacht, dass Manfred jemals auf ein keine Ahnung. Ich glaube, es ist ein Seelenverwandter. Wie? Was? Guck mal, Manfred schreibt was, ich schreibe sie. Wie? Gut? Warte, Manfred, Frau Fred? Ja, nee, die heißt einfach Manfred, aber pink. Bin ich Vampir? Oh mein Gott, hey, Leute. Ich meine, ich bin gerade das Maximum Todeskern verwirrt, aber irgendwie finde ich es gerade witzig. Warte mal, Manfred, du bist echt, oder? Was? Vampir? Okay, Leute, das kann nur Manfred sein. Ich glaube, wir wissen, dass es... Aber, Leute, was mit der hier? Manfred, hast du noch... Manfred hat gesagt, er hat eine Schwester und die heißt Fritz oder so.
Aber die gibt's nicht mehr. Die war damals Ritual. Und ich sag genau gleich aus wie er, nicht so. Und hieß nicht Manfred. Ah! B. Guck mal, das sind gleich. Die sind irgendwie gleich gestört, die beiden. Oh mein Gott. Wait! Manfred? Leute, hab ich mir das eingebildet? Warte, weg! Nein, Manfred hat es auch gesehen. Manfred! Leute! War das ein Fake? Weil wir haben letzte Folge auch einen dunklen Castle gesehen hier draußen. Warum weg? Ich hab keine Ahnung, mehr, sein. Manfred, wenn ich's wüsste, hätte ich dir schon gesagt. Frau Fred, weg! Manfred, zum ersten Mal findet deine Liebe seines Lebens eine, die genauso dumm ist wie er. Und dann ist sie weg. Manfred. Gut. Warte, warum ist das gut? Ich dachte schon, es ist traurig. Fred, Mann, Angst. Kein Frau. Es stimmt. Leute, wie ist auch paradox. Irgendwann wurde ja gesagt, dass Manfred Angst hat vor Frauen. Ja, macht Sinn. Er freut sich, dass sie weg ist. Ich meine, Manfred war wahrscheinlich genauso schockiert und verwirrt, wie ich gerade. Honig. Ja, stimmt. Manfred. Du und ich, Honig und Fred, Mann, wir beiden sind das beste Team. Da hast du schon recht hier. Okay. Manfred, ja, ihn juckt aber nicht, dass wir gerade einfach keinen haben. Zweiten Manfred als... Wait. Manfred. Soll ich aufmachen? Dr. Koffer. Hi. Test C ist abgeschlossen. Leute, warum verschwinden alle hier? Okay, ich mach zu. Wie kann das sein, dass alle einfach verschwinden? Test D wird eingeleitet. Was? Manfred, was ist Test D? Und was war Test C? Nein! Nein! Leute, was? Bist du gehypt? Denn die neuen limitierten Hyper-Designs von Saftig, Team Melone, das Matrix-Hochdruck-Design und das futuristische Totem-Hyper-All-Over-Print ist ab sofort im Shop erhältlich. Außerdem gibt es die 4D-Licht- und Finsternis-Autogrammkarte für eine große Bestellung gratis dazu. Limitiert nur jetzt auf shop.chaoswitzig.com.